Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video geht es mal nicht um Patente, Marken und Designs, sondern wie ich mit meinen Social Media Aktivitäten Mandate für unsere Kanzlei gewinne. Ich habe in den letzten 2 Jahren meinen Honorarumsatz etwa verdoppelt und führe das in erster Linie auf meine Social Media Aktivitäten zurück. In diesem Video erkläre ich, wie es so bei mir angefangen hat mit den sozialen Medien, wie sich das weiterentwickelt hat, welche Tools ich benutze und vor allen Dingen zum Schluss, welches mein effizientester Akquisekanal über die sozialen Medien ist. Fragen Sie sich auch, ob Mandanten im reinen B2B-Geschäft, wie es bei mir der Fall ist, überhaupt über Facebook und YouTube für Sie oder für mich ansprechbar sind? Lohnt sich die Aktivität in den sozialen Medien für Anwälte überhaupt? Meine Antwort: absolut. Am Ende dieses Videos erkläre ich genau, was mich am meisten geschäftlich nach vorne gebracht hat. Ich habe im Februar 2015 ein Konto bei OpenBC, dem Vorgänger von Xing, eröffnet und habe relativ schnell herausgefunden, dass man da leicht genau die Zielgruppe recherchieren kann. Also da konnte man genau recherchieren, wer ist Geschäftsführer in mittelständischen Unternehmen und konnte praktisch genau die Zielgruppe über Xing oder damals OpenBC herausfinden und dann auch mit dieser Zielgruppe interagieren. Man konnte in den gleichen Diskussionsgruppen eintreten, eben Diskussionen mit in dieser Zielgruppe führen und hat so relativ leicht Zugang zu genau der gewünschten Zielgruppe gehabt. Ich habe dann etwas später auch einen Facebook-Account und einen Twitter-Account eröffnet. Und ich habe einfach gesehen, natürlich, hört sich ja irgendwie klar an, dass je mehr Leute einem auf diesen sozialen Medien, auf diesen Plattformen folgen, je mehr nehmen einen natürlich auch wahr. Also das ist ja völlig klar. Also wenn man irgendwie auf Xing, auf Facebook, auf Twitter oder auf YouTube oder Instagram oder wo auch immer irgendeinen Content postet, entweder nur einen kleinen Link als Empfehlung oder ein Video oder ein Bild, dann wird das natürlich von mehr Leuten wahrgenommen, wenn man auf diesen Plattformen mehr Leute hat, die mit einem verknüpft sind oder die einem dort folgen. Was aus meiner Sicht am meisten bringt, ist nicht zwingend Werbung, also dass man sich irgendwie werblich hervorhebt, ich habe das beste Produkt oder die beste Dienstleistung und so weiter, sondern dass man einfach hilfreiche Tipps gibt, vielleicht irgendwie Hinweise auf Urteile oder was sich eben im Bereich Marken und Patente getan hat und dann wird man automatisch mit der Zeit als Experte auf diesem Gebiet wahrgenommen. Man kann so in einem kleinen Anteil auch natürlich eigenen Content bringen. Also bei mir versuche ich das, außer auf YouTube, da komme ich gleich noch zu, auf unter 10% zu drücken. Aus meiner Sicht funktioniert es am besten, wenn man eben so das 20-80-Prinzip oder vielleicht sogar noch 90-10-Prinzip anwendet, dass man 90% Content hat, der nicht von einem selbst stammt, sondern eben irgendwie hilfreiche Tipps, die irgendwo anders veröffentlicht worden sind oder Urteile oder Änderungen bei den Ämtern oder so und nur 10% Inhalt maximal über sich selbst hat. Ausnahme bildet YouTube, wo natürlich jedes Video irgendwie einen selbst im Zentrum hat. Dann fragen Sie sich natürlich, wie ich das überhaupt schaffe, dass ich mehrmals am Tag auf all diesen Plattformen poste. Das ist relativ einfach. Es gibt ein Tool, das heißt Buffer App oder buffer.com. Dort kann man eben die verschiedenen sozialen Netzwerke verknüpfen und dann kann man schon für eine Woche im Voraus im Prinzip, wenn man das möchte, genau sagen, welche Posts wann auf welchem Netzwerk oder auf mehreren Netzwerken eben gepostet werden. Wenn ich also eine interessante Geschichte irgendwo im Netz finde, zum Beispiel eine Geschichte über ein neues Urteil oder über Markenfälschung oder so, dann kann ich Buffer sagen, nimm diese Geschichte und poste die auf eben bestimmten Netzwerken, die ich vorgeben kann, im nächsten verfügbaren Timeslot. Und das kann ich auch automatisieren, indem ich sogenannte RSS-Feeds, also RSS-Feeds benutze. Diese RSS-Feeds werden automatisch von zum Beispiel von Blogs oder vom YouTube-Kanal oder verschiedenen anderen Quellen erzeugt. Dann kann ich Buffer sagen, immer wenn in diesem RSS-Feed ein neuer Beitrag erscheint, dann poste den im nächsten verfügbaren Slot, zum Beispiel in folgende Netzwerke.
Also kann ich mir die Arbeit stark erleichtern und kann mit relativ wenig Arbeitsaufwand über den Tag verteilt an verschiedenen Zeiten auf den verschiedenen Netzwerken posten. Am besten funktioniert eigener Content natürlich, wenn die Zuschauer am meisten davon mitnehmen können, am meisten dabei lernen, am meisten Benefit haben. Seit ungefähr 3 Jahren veröffentliche ich einen Podcast, IP Fridays, der sich eher an Profis richtet, also an Marken- und Patentprofis. Den veröffentliche ich zusammen mit einem US-Kollegen, Ken Suzanne. Den habe ich natürlich unter diesem Video auch verlinkt. Aber seit ungefähr etwas mehr als 2 Jahren veröffentliche ich auch einen YouTube-Kanal. Eben den Sie gerade sehen, oder wenn Sie das Video auf Facebook sehen, ist der YouTube-Kanal natürlich unter diesem Video verlinkt. Und der hat massiv geholfen. Nicht so sehr über YouTube direkt, dort auch. Also ich kriege auch über diese Videos direkt Anfragen zu neuen Aufträgen, entweder Patente oder Marken oder Designs oder Abmahnungen oder irgend sowas oder Produkt auf Amazon gesperrt oder solche Geschichten. Nein, am besten funktioniert es, und das könnten Sie im Prinzip wahrscheinlich auch für sich so umsetzen, wenn Sie ein Experte auf irgendeinem Gebiet sind oder zum Beispiel ein Anwalt für, weiß ich, Familienrecht oder für Erbrecht oder für Baurecht oder irgendwas, irgendwo eben ein Experte sind, dann können Sie eben sehen, in welchen Foren, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Xing, tummeln sich Leute, die sich für diese Themen interessieren. Und dann können Sie eben gucken, welche Fragen werden dort gestellt. Und wenn dort jemand eine Frage stellt, zum Beispiel auf Facebook die Frage stellt, wie kann ich rausfinden, ob jemand anders schon eine ähnliche ältere Marke hat oder ob ich diesen Markennamen für dieses Produkt verwenden darf oder so, dann können Sie eben kurz, in meinem Fall schreibe ich dann eben kurz darunter, ja, dazu macht man eben eine Ähnlichkeitsrecherche nach älteren Marken und hier habe ich mal genau ein Tutorial gemacht, wie man das auch selbst machen kann und im Zweifelsfall fragst du halt bei mir nach. So, dann sehen die Leute, dann klicken die Leute auf das Video und sehen, okay, der kennt sich echt damit aus, der scheint was davon zu verstehen und das ist natürlich nicht für denjenigen nur, der diese Frage gestellt hat, sondern weiß ich, die 60, 70 Leute, die sich diesen Beitrag angucken und dann eben auch die Antwort sehen und vielleicht das Video angucken und ihn einen eben auch als Experte wahrnehmen. Und dann bekomme ich so im Schnitt, würde ich sagen, im Moment für jede Antwort, die ich irgendwo gebe, so zwischen 1 und 3 neue Anfragen, wo es aus der Hälfte ungefähr dann neues Geschäft wird. Also relativ hohe Konversionsrate, da ja konkret eben ein Problem besteht bei denjenigen, die sich melden. Also die haben tatsächlich Bedarf auf jeden Fall und haben einen schon als Experten wahrgenommen. Und dann geht es eigentlich, so meine Erfahrung, nur noch um den Nasenfaktor eigentlich. Finde ich den sympathisch, finde ich den kompetent? Das haben Sie wahrscheinlich eben in dem Video schon beantwortet eigentlich. Da haben Sie schon gesehen, okay, der kennt sich damit aus. Also eigentlich ist die Hürde relativ gering dann, dass diejenigen dann auch tatsächlich eben die Dienstleistung einkaufen oder eben Mandant werden. Ich habe auch schon relativ viele Vorträge dazu gehalten, wie man im reinen B2B-Geschäft mit YouTube und Facebook und so erfolgreich werden kann. Ich habe natürlich nicht das einzige gewinnen und glücklich machende Rezept. Es gibt viel erfolgreichere Anwälte auch, zum Beispiel den Christian Solmecke, den ich auch hier unter diesem Video verlinkt habe, der einen völlig anderen Ansatz hat, der sich eher, würde ich sagen, Richtung B2C orientiert und eben Endverbraucher anspricht, die eben in rechtliche Probleme geraten und da einen riesen YouTube-Kanal aufgebaut hat mit fast 200.000 Followern und eine riesen Mannschaft weil sich in der Kanzlei aufgebaut hat, die all diese Aufträge abfrühstücken. Also ein ganz anderer Maßstab, als ich ihn betreibe. Wesentlich erfolgreicher. Aber ich wollte einfach mal erzählen, wie ich das mache und dass es eben durchaus eben sinnvoll sein kann, sich in sozialen Medien auch als Anwalt zu engagieren. Man kann es noch viel größer machen, siehe Christian Solmecke. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, überhaupt machen. Denn die sozialen Medien werden eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Wer einen echten Experten für soziale Medien braucht, da bin ich der Falsche. Am besten meinen Freund und Bekannten Felix Beilharz anfunken und seine Webseite habe ich natürlich auch unter diesem Video verlinkt. Wer seine Videos nicht selbst aufnehmen möchte und lieber jemanden kommen lassen möchte, der die Videos aufnimmt, dem kann ich meinen Freund Dave Brüch empfehlen von 5 Ideen aus Köln.
der eben dann vorbeikommt und die Videos bei Ihnen auch aufnehmen kann. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, wie man mit sozialen Medien im B2B-Geschäft erfolgreich sein kann. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann freue ich mich über ein Abonnement, wenn Sie mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.